Ich bin heute Morgen wieder mit Bodo unterwegs und wie ihr seht hier, auf hier Wiesen, auf den Grasflächen hier, ne? Graureif. Ne? Da drüben kann man es auch schön sehen, graureif. Also es gab hier heute Morgen Bodenfrost. So ein bisschen, ne? Also in diese Richtung. Es ist auch sehr frisch, sehr kalt. Ne? Gut, wir haben Februar. Im Februar hier war jedes Jahr immer hier ein paar Tage mit Bodenfrost. Da hat man auch gesehen dann nachher, dass die Pfützen morgens gefroren waren. Aber auch hier ist kalt, ne? Aber die Kälte kommt eben von den Bergen dort, ne? Tja, jetzt sind wir hier auf dem hier Barbarossa, hier Chardessi, ne? Und es war Bewegung, aber man merkt schon, es sind viele, viele Ausländer weg. Wir wollen hier Selibazar, ne? Also sonst ist ein viel größerer Personenverkehr hier. Und Selibazar erstmal rein, hier. Ich will mir hier so einen Haarschneider mal gucken. Normalerweise haben sie ihn da hier für hier Nasenhaare, Ohrenhaare und sowas, ne? Hier. Und dann nachher rüber mal Waikiki. Jetzt hier Waikiki, wo mal schauen, ob ich da eine hier Strickjacke bekomme. Tatjana hier ist auch dabei. Ne? Sie mag ja auch nicht hier immer nur in der Bude sitzen, zumal jetzt bei dem helllichsten Sonnenschein. Und wenn ich denn dran denken, ne? Von hier bis zu uns nach Hause ist ein ganz schönes Ende, ne? Und wir waren vorher noch beim Bankomat, ne? Geld geholt und ich wollte Bargeld alle war. Und wenn ich jetzt überlege, ne? Vor 3 Jahren, da musste ich mich auf der Strecke bis zum Bankomaten hier zweimal zwischendurch hinsetzen, Pause machen, ne? Und jetzt laufe ich das durch hier in einem Ritt, ohne mich anzustrengen. Also von der Warte her, das Leben hier in der Türkei hat mir gesundheitlich sehr viel gebracht. Ich bin viel fitter, gesünder, auch wenn ich jetzt die Erkältung hatte. Ich war ja Grippe und die Grippe war noch gar nicht ganz ausgeheilt. Da kam das nächste Ding, ne, von Heinz, was er mitgebracht hat aus Deutschland. Naja, passiert eben halt. Ne? Und, aber ich habe es fast überstanden. Und jetzt muss ich sagen, hier tüffig. Deswegen, hier waren 4 schöne Jahre, wie Jutta sagt, eine 4-jährige Kur, alles gut. Und jetzt geht's rein hier in Selibazar. Ja, diesen Hasen, hier Nasenhahn, Ohrenhahn, Schneider habe ich hier bekommen. War auch nicht teuer, 79 Lira. Und dazu auch die Batterien. So, und jetzt mal rüber hier bei Kiki. Ich will ja noch hier eine schöne Strickjacke für die Fahrt nach Deutschland. Meine Strickjacke, die war mir ja beim Umzug von Kessel nach hier Mammutla abhanden gekommen. Da war ein ganzer Beutel mit Sachen weggekommen. Naja, passiert eben, ne? Und mal schauen. So, jetzt hier rein LC Waikiki, ne? 50% hier Winterschlussverkauf, ne? Also es wird alles billiger sein. Schauen wir mal. Es zu sehen, wie überall die Schilde 50%, ne? Inneren. Ja, jetzt sind wir raus hier aus dem Waikiki. Die Jacke habe ich bekommen. Die Farbe, die Machart so von der Jacke und die Größe, alles so wie ich mir vorgestellt habe. Und 10 Euro wollten sie haben. Sieht aus wie gute Qualität. Na, schauen wir mal. Tatjana und ich, wir gehen jetzt mal hier Shobashi Akai. Ne? Weil hier die Tavuk Shobashi, also Hühnersuppe, die finden wir super. Esse ich gerne hier. Und dann noch einen Blick hier. Da, der Bau ist auch nicht vorangekommen. So, Brot und Salatteller steht schon. Dann werden wir uns das schon mal schmecken lassen. Tatjana setzt ihren Intelligenzverstecker auf. Mhm. Das macht man hier so, meine eine Suppe kommt immer Zitrone rein. Und dann ist hier noch hier das hier Paprika, hier Pulver, ne? Das kommt auch noch in der Suppe ran. So, Tee ist auch schon da und super. So sieht die Suppe aus mit dem Paprika, ne? Das ist scharfe Paprika. Und Tatjana hier mit ihren hier Baransuppe hier. Pacha. Pacha, Pacha. Pacha. Mhm. Das ist wohl super. Hier. Super. Ja. Hm, Tatjana liebt das. Ihr schmeckt das. Ah ja, wenn man aufnimmt, da kommt der LKW.
Naja, aber macht nichts. So, Tatjana ist nochmal zu einem speziellen Pet-Shop gegangen, ne? Also Tierfutter und so, ne? Und weil sie ja für die Hunde immer so ein spezielles Futter haben will. Ja, ich sag, ist okay, mach es, ne? Nach dem Essen, ne? Und dann, ich bin dann hier nach Hause und jetzt hier meine neue Strickjacke, ne? Also super, gefällt mir wunderbar, ne? Und falls euch das gefallen hat, diesen kleinen Einblick heute im Alltag, Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal.